Die Eisheiligen sind vorbei und ja, ihr wisst doch ganz genau, was das bedeutet. Die Pflanzen kommen in ihre Beete und Frostnächte sind nicht mehr zu erwarten. Das heißt, Kürbis, Paprika, Zucchini, Melonen, alles Mögliche wird jetzt ausgepflanzt und wir fangen ja einfach beim Schrebergarten an, weil da hat sich auch einiges getan. Und da wünsche ich euch einfach schon mal viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wir beginnen die Eisheiligen gleich im Naturgarten, im Schrebergarten. Und hier am Eingang wachsen ja die ganzen Kohlgewächse, Rotkohl, Spitzkohl, auch ein bisschen Lauch. Ein bisschen Mulch muss ich mir dann auch besorgen, habe ich aber jetzt nicht gemacht, weil die letzten Tage hat es sehr oft geregnet, war ein bisschen kühler und wegen den Schnecken wollte ich das dann nicht unbedingt machen. Aber die erholen sich, haben ein paar Bissspuren, aber sollten sich auch langsam erholen. Und hier zum Beispiel habe ich ein bisschen rote Beete ausgesät, da muss ich dann mal schauen, ob da ein bisschen was rauskommt oder nicht. Sonst, wenn wir dann hier weitergehen, hier in die Indianerbanane, leider ist sie nicht mehr gekommen, muss ich sie nachsetzen. Ist ein bisschen traurig. Hier Zwiebeln, hier ebenfalls Knoblauch, der vom letzten Jahr drin geblieben ist. Und hier kann man jetzt ein bisschen schlechter sehen. Das sind jetzt die beiden Trauben, die mein Vater von seinem Arbeitskollegen erhalten hat. Hier. Sind auch jetzt gut angewachsen, auch hier wieder Zwiebeln, einfach wegen Wühlmäuse, damit ich halt so ja, ein breites Nahrungsspektrum habe, denn je durchwurzelter und vielfältiger die Wurzeln und die Pflanzen sind, desto weniger Probleme hat man mit Wühlmäusen, weil die halt nicht so, ja, nicht so eine bunte Vielfalt mögen und Zwiebeln helfen da auch viel, sehr gut, auch Knoblauch und sonstige Wildkräuter ist halt auch sehr zu empfehlen und das ist halt sozusagen eine meiner Lieblingsmethoden, um ja, Bäume auch zu schützen. Das ist jetzt die andere Indianerbanane, die hat überlebt. Die treibt auch schon aus, die kleinen Bäumchen. Und die da drüben, die ist dann auch kaputt gegangen. Also ich muss mir dann nochmal zwei neue Indianerbananen bestellen. Muss ja damit leben, die waren recht jung und die Trockenheit letztes Jahr hat sie dann ziemlich stark mitgenommen, aber so ist es halt eben. Dann hier, was wir gemacht haben, ist, dass wir die eine winterharte Feige reingesetzt haben, weil ich die dann nochmal Platz gehabt hatte, auch wenn es ein bisschen enger ist, weil ich habe auch hier die chinesische Dattelpalme drüben reingesetzt, hier so auch am Rand ein paar Zwetschgenbäume sind, aber ich tue es auch bewusst ein bisschen enger pflanzen, weil ich einfach Bäume mag. Einfach mehr Bäume pflanzen ist sehr wichtig und ja, ist einfach ein Beitrag für die Nachhaltigkeit. Und die chinesische Dattelpalme ist winterhart bis zu minus 15 Grad. Und die Feige ist natürlich auch eine winterharte Feigensorte, war auch schon die ganze Zeit draußen. Und hier habe ich auch wieder als Schutz vor Wühlmäusen auch Zwiebeln mit reingesteckt. Und hier drüben habe ich viele verschiedene Kürbisse reingesetzt bei den Bäumen entlang. Also das sind jetzt zum Beispiel Hokkaido-Kürbisse, Riesenzentner. Das hat der Kürbis, den ich letztes Jahr zum Beispiel angebaut habe. Findet mal Bilder auf meiner Webseite zum Beispiel. Dann das ist ein können auch weiße Kürbisse Lumina dabei sein und rote orangene Amazonka. Hier habe ich jetzt vier Pflanzen gesetzt und dort drüben bei der chinesischen Dattelpalme, da habe ich jetzt auch nochmal vier Kürbisse gesetzt. Ist jetzt direkt nach den Eisheiligen. Heute Nacht wird es dann ungefähr 5 Grad haben in der Nacht, das sollten die eigentlich überstehen, keine Frostgefahr. Genau. Und hier die chinesische Dattelpalme. Genau. Und hier vorne auch wieder schön mit Zwiebeln. Das ist jetzt ein Granatapfel.
Der hat noch keine Ansätze gebildet. Keine Triebe. Mal schauen, ob der kommt. Der winterharte Granatapfel. Den anderen, den ich gesetzt habe, den Busch, der ist hier. Hier vorne. Da kann man vielleicht ein bisschen erkennen, dass der vielleicht was bildet. Also Granatäpfel wachsen halt sehr buschig, das weiß ich. Und ja, muss ich dann mal schauen, ob die kommen oder nicht. Mal sehen. Und hier vorne, das ist eine sibirische Kiwi, die ich vor fast 2 Jahren hier reingesetzt habe. Die hat schon ihre Austriebe. Der geht's gut. Das ist die einzige sibirische Kiwi, die hier überlebt hat. Deswegen habe ich hier nochmal neue sibirische Kiwis reingesetzt. Das ist jetzt eine größere Pflanze, habe ich diesmal bekommen. Und die hat ja schon die ersten Blüten. Das ist eine weibliche. Hier daneben ist jetzt auch zum Beispiel da in Alufolie gewickelt der kleine männliche. Der ist auch kaputt gegangen. Ich habe einen männlichen zu Hause. Der muss aber noch mal gut anwurzeln. Also als ich ihn bekommen habe, der war nicht gut in dem Topf drin. Und ja, ich warte erst so 2 Wochen, dann setze ich den hier an die Stelle mit rein, weil die männlichen bilden natürlich keine Früchte. Und sibirische Kiwis, die mögen halt Halbschatten. Und sonst hier treiben die Maulbeeren aus. Genauso wie hier die Maulbeere. Und hier an der Seite auch wieder ein bisschen Kohl, Zwiebeln, Lauch. Wächst hier einfach so am Rand, ein bisschen entlang. Hier in der Ecke neben der einen Maulbeere habe ich dann jetzt die zweite sibirische Kiwi mit reingepflanzt, die neue. Was ich auch gemacht habe, ich hatte noch Johannisbeersstecklinge übrig, die habe ich jetzt auch einfach mal reingesetzt und einfach mal schauen, ob die wachsen, anwachsen oder nicht. Hat eine Wurzel gebildet über den Winter und die habe ich jetzt einfach hier reingesetzt, weil ich Platz gehabt habe. Hier im unteren Teil habe ich jetzt ein neues Lieblingsgewächs und zwar der Bambus von meinem Nachbarn. Und das Problem ist, der wächst halt bei mir rüber. Also ich habe halt hier gesehen, dass der Austriebe entwickelt hat und die sind bis hier hintergegangen. Also da habe ich auch Bambus rausgezogen. Das ist hier die ganze Wurzel gewesen, die ist bis hier hingegangen. Also hier sind ja die Wildheidelbeeren, die ich vor 2 Jahren reingesetzt habe. Und hier komplett durch die Bambuswurzeln und die Austriebe. Die habe ich erst kürzlich gesehen, die letzte Woche. Und Bambus, der wächst halt erstmal 1-2 Jahre unter der Wurzel heraus. Also wächst einfach rüber und dann kommen erst die Austriebe. Das dauert richtig lange und das habe ich jetzt so gemerkt. Und das war eine Heidenarbeit. Also da habe ich ganz schön viele Wurzeln rausgezogen, auch hier zwischen die Heidelbeeren hindurch. Naja, muss man halt irgendwie auch damit leben. Der Nachbar war vor mir da. Kann nichts machen. Verstehe mich aber auch sehr gut mit ihm und möchte mit ihm nicht verscherzen. Aber jedenfalls habe ich hier nochmal an der Seite eine Johannisbeere. Nochmal hier die Stecklinge gesetzt. Das sind alles schwarze, rote und weiße Johannisbeeren. Und das ist eigentlich so ziemlich das, was ich alles im Schrebergarten gemacht habe mit meinem Vater. Waren sehr, ja, entspannte Tage, sehr produktiv finde ich auch, sehr viel geschafft. Und ja, das ist jetzt einfach der erste Teil von den Eisheiligen. Die in den nächsten Videos zeigt dann einfach, was bei uns im Garten und auf dem Feld alles passiert ist. Die nächsten Freilandaussaaten. Aber damit möchte ich es erstmal belassen, hier im Naturgarten. Hier überall Brennnessel. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und sonst wünsche ich euch einfach eine entspannte und ruhige Zeit.
viel Spaß beim Wachstum mit euren Pflanzen. Eisallergien sind vorbei, alles Mögliche raus und ja, der Sommer kann kommen, sage ich mal. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin, ciao.